Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Until Dawn. Ja, die letzte Folge endete ja mit einem Paukenschlag. Wir haben nicht nur Jazz verloren, was aber definitiv mir zuzuschreiben ist, denn ich war einfach ein bisschen zu lahm und zu unheroisch mit Mike unterwegs gewesen. Nein, wir haben dann auch noch Josh verloren, weil ich entscheiden musste zwischen Ashley und Josh. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was hätten wir vorher entscheiden müssen, um diese Situation überhaupt zu vermeiden. Also wie kann man es schaffen, dass tatsächlich alle acht überleben? Ich weiß es einfach nicht, aber vielleicht werden wir es ja in einem zweiten Durchgang dann mal herausfinden. Auf jeden Fall habt ihr mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier bei den Totems mal Dreieck drücken muss, weil dann wohl ein Video abgespielt wird, das sich aus unseren Totems zusammensetzt. Das werde ich mal kurz noch machen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie einsturzt. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Nun vielen Jagden. Visier. Aber. Okay, das war wenig erleuchtend. Ich weiß nicht genau. Ich nehme an, wir haben zu wenige Totems, als dass das Ganze Sinn ergeben würde. Auf jeden Fall haben wir hier scheinbar irgendwann schon mal einen verpasst und ich bin mir sicher, ich habe noch andere verpasst. Da muss ich einfach noch mal besser aufpassen in einem zweiten Durchlauf. So, jetzt gucken wir uns aber an, was beim Psychiater Dr. Hill geschieht. Oh. Wieder. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Nee. Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst, dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist, nicht gut für irgendwen. Und ich kann nicht sagen, dass du viel Nächstenliebe zeigst, so wie du spielst. Das ist fies, ich habe mir aber Mühe gegeben. Jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen. Ich habe Angst. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Nein. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Oh, ey, tust du das? Das ist Wahnsinn! Oh, Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Geil. Wir kommen ins Sanatorium. Juhu! Furcht. 6 Stunden bis zum Morgen. Scheiße. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Okay.
Okay, diesmal versuche ich auch mal, mich genauer umzuschauen, damit wir nicht wieder irgendwas verpassen. Beziehungsweise am besten erstmal Wege gehen, die nicht danach aussehen, als würde es dort weitergehen. Also erstmal alles andere absuchen. Aber hier scheinen wirklich Gitter zu sein an den Seiten. Ich glaube, da werden wir nichts finden. Ich fand übrigens auch, ich habe gesehen, dass das einige kommentiert haben, als ich dann die Folge gerendert hatte, die letzte, beziehungsweise in mein Schnittprogramm geladen hatte, bin ich mir auch absolut sicher. Das hat sich wirklich angehört, als wäre das Joshs Stimme, die von dem Psychopathen, die da per Lautsprecher übertragen wurde. Also nicht eins zu eins nach seiner Stimme, aber als würde die halt so ein bisschen verändert worden sein. Deswegen weiß ich gerade echt nicht, was ich von Josh halten soll. Das würde ja alles so gut zusammenpassen, ne? Dann wäre er das auch gewesen, der bei dem Ouija-Board da die Ergebnisse beeinflusst hat, beziehungsweise welche Buchstaben da angezeigt werden. Aber dann verstehe ich halt nicht, wie er sterben konnte. Das kann ja dann nicht sein. Er ist doch jetzt tot. Oh, guck mal. Da ist immerhin eine Sache, mit der wir interagieren können. Ich nehme an, er wird nur sehen, dass man... Ah doch, es ist ein Totem. Cool. Yay. Glückstotem. Okay, das war Matt. Und er stand an der Tür zu irgendetwas. Und man hat Geräusche gehört. Könnten Wölfe oder andere Tiere gewesen sein. Okay, schauen wir mal weiter durch Dunkelheit. Wir sollen ja scheinbar zu dieser kleinen Luke hingehen, die sich da an der einen Wand befindet. Hui! Oh, okay. Geht das da noch lang? Ich glaube mit... Ups! Halt! Oh! Nee, da geht's nicht lang. Ich glaube, mit einem der Wölfe werden wir uns scheinbar anfreunden. Das hatten wir ja in dem Totem gesehen. Ah, ich glaube, da links geht's rein. Ah, guck mal da erstmal. Super. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Baubehördlich gesperrt. Ab sofort ist allen Personen die weitere Benutzung oder Bewohnung dieses Gebäudes gesetzlich untersagt. Datum 12. Juni 1954. Also schon seit sehr, sehr langer Zeit versperrt, gesperrt. Kann ich hier versuchen? Ich versuch's wenigstens mal. Oh! Was? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich wollte eigentlich die Luke dann links nehmen. Oh oh. Oh Gott. So eine Scheiße. Ja, super. Mach auf dich aufmerksam. Okay, da ist auf jeden Fall ein Security Pass notwendig. Also wahrscheinlich sowas wie eine Keycard oder so. Alles klar, dann ist das vielleicht jetzt der Grund, warum wir dann doch durch die Luke da müssen. Weil das hatte ich jetzt eigentlich sowieso erwartet, weil die so lange... Da wurde... Was? Wieso bin ich nicht mehr im Bildschirm? Ach, da. Ich denke, das war der Grund, warum so lang auf uns... Ach, guck mal, da oben. Also da werden wir wohl noch irgendwie hochkommen, aber momentan scheine ich da nicht ran zu gelangen. Okay. Was haben wir denn auf der gegenüberliegenden Seite? Irgendwelche Totems für uns oder Hinweise? Schauen wir mal, da drüben ist noch ein Weg. Jetzt weiß ich nicht, da ist auch ein Weg. Aber ich weiß nicht, was der Weg ist, den wir gehen sollen und welcher der ist, den wir nicht gehen sollen. Aber bestimmt sollen wir da lang. Dann gucke ich erst nochmal an der Luke, weil nicht, dass da noch irgendwas zum Einsammeln ist. Das Blackwood Pine Sanatorium, eröffnet 1922. Mens sana in corpore sano. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. So. Ist hier vorne vielleicht noch was? Da sind wir so schnell dran vorbeigerannt. Ah, da haben wir was. Ein Zettelchen.
Ach, verflixt, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Es tut mir leid. So. Hinweis entdeckt. Ist da auf der Rückseite noch was? Sie haben alle rausgeworfen. Du wirst eine Nasenklammer brauchen, die riechen widerlich. Mitteilung. 4. Januar 52 an das Sanatoriumspersonal von Mr. Rouge. Betrifft Rettung der Bergarbeiter. Hiermit informiere ich Sie, dass die Rettung der Bergarbeiter morgen am 5. Januar abgeschlossen werden soll. Da die Zahl der überlebenden Bergarbeiter unbekannt ist, bereiten Sie alle Betten auf Station A vor. Die Presse wird morgen vor Ort sein. Sie muss Zeuge werden, dass wir den Bergarbeitern die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Beachten Sie, dass den Besuchern von der Presse der Zutritt zur Psychiatrie untersagt ist. Nichtbeachtung dieser Anweisung würde sich schlecht auf Mr. Bragg und das gesamte Sanatorium auswirken und hat eine fristlose Kündigung zur Folge. Tja, confidential. So, dann mal gucken, ob hier drüben noch was ist. Ach, schön, ja, ein Horrorfilm ist toll, wenn man in ein Sanatorium kommt. Ich meine, Horrorspielen. Ups. Huch, ist es noch dunkler draußen geworden? Das ist ja gruselig. Das war doch eben nicht so dunkel, oder? Oder ist es noch ein krasserer Schneesturm aufgezogen? Ich schau mal eben. Oder vielleicht finden wir hier zumindest noch was zum Einsammeln, hier so drumherum. Nee? Ich schau mir das mal an. Und rüber. Tatsächlich, man kommt da lang. Oh, jetzt weiß ich nicht, wo ich zuerst lang soll. Okay, er geht automatisch da lang. Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Komme ich jetzt nicht mehr zurück? Nee, verflixt. Egal, keine Sorge. Ich werde nochmal spielen, beziehungsweise nochmal das holen, was ich verpasst habe dann. Schauen wir mal. Ist hier irgendwas zum Einsammeln? Wenn hier ein Totem rumliegt, dann frage ich mich aber echt, wie der da hinkommt. Da ist etwas. Aber komisch. Irgendwie muss ich das da runterschmeißen, glaube ich. Also müsste ich irgendwie einen Weg finden, erstmal da hochzukommen. Ah, da drüben liegt auf jeden Fall was auf dem Fass. Ich schaue hier mal in der Ecke. Ist hier irgendwo was? Nee, aber da. Ach, je, okay, die können wir bewegen. Aber wozu? Ach, kommen wir dann hier hoch? Anscheinend. Aber wartet, da liegt noch was. Ist das ein Totem? Ja. Und schauen wir mal rein. Irgendwer ist gestorben auf grausame Art und Weise. Das sah nicht gut aus. Ich habe die Augäpfel gesehen. Die Augäpfel. So, dann mal da hoch. Ja, und nochmal. Aber finde ich gut. Er gibt nicht klein bei. Er will Jess rächen. Oh, oh Gott. Ich weiß nicht, ob hier gleich irgendein Quicktime-Event kommt, dass ich mich retten muss. Vom Sturz, aber scheinbar ist das nicht so gut. Müssen wir das jetzt runterschmeißen? Ah, nee, ach so, wir wollen da hoch, okay. Wo sind wir denn aber jetzt? Schon besser. Schon besser? Hä? Ist das einfach nur ein anderer Eingang? Ist das nicht der gleiche Ort? Das ist der gleiche Ort. Okay, ich wollte euch halt einfach beide Wege bieten. Genau. Ich war mal so nett und habe uns dann einfach mal durch beide Wege geführt. Oh Mann. So. Dann gucken wir uns jetzt doch mal den Admin-Bereich hier hinten an. Da finden wir bestimmt noch ein paar richtig spannende Hinweise, die so ein bisschen die Story erzählen. Ah, da haben wir ein Safe. Wow. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen.
Oh. Mann, der andere hat sich dann aber ein bisschen doof angestellt, dass er das nicht hinbekommen hat. Wir haben das ja mit links gemacht. 30 Stechuhrkarten. Ist das krass. Wieso? Ich glaube, ich verstehe gerade deren Bedeutung im Gesamtkontext nicht. Deswegen gucke ich mal kurz auf den Hinweis hier. Ein Stapel von 30 Stechuhrkarten aus der Mine, eingeschlossen in einem Safe. Das bedeutet, dass 30 Bergarbeiter, ach so, in der Mine eingesperrt waren. Verstehe. Und hier haben wir noch diese Verwaltungsnotiz. Eine Nachricht, in der das Personal darum gebeten wird, Betten für die Bergarbeiter vorzubereiten, die nach einem Unfall in der Mine gerettet wurden. Die Bergarbeiter wurden ins Sanatorium gebracht, um sich zu erholen. Okay. Dann schauen wir hier noch ein bisschen weiter. Ich hoffe doch, dass es hier noch Hinweise eigentlich gibt. Ich hoffe, ich übersehe nicht so viel. Oh, das Knurren ist böse. Hier ist doch bestimmt noch mehr. Da geht's durch, also gucke ich erstmal hier links. Ob hier noch irgendwas ist. Da hinten blinkt was. Yay! Was ist das? Wow, eine Kamera. Kaputte Kamera. Schauen wir uns mal an. Die Linse dieser Kamera ist zertrümmert. Sieht aus, als hätte das jemand mit Absicht gemacht. Okay, was haben wir hier vielleicht noch? Das Foto? Das Bild von dem Sanatorium. Ui. Aber wir werden uns einfach mit den Wölfen anfreunden. Verflixt. Hier müsste doch eigentlich noch was sein, aber ich sehe nichts. Also ich finde es jedenfalls verdächtig, dass da noch eine leere Stelle ist in unserem Inventar, beziehungsweise in diesem Hinweise-Inventar, aber irgendwie sehe ich leider nichts. Vielleicht hier um die Ecke noch was? Oder ist da noch eine zweite Sache drin? Nee, oder? Wartet. Nee, ich kann nicht woanders hingreifen. Ich dachte, es wäre mal ein Versuch wert, aber na gut. Dann werde ich jetzt weitergehen. Ja, mache ich jetzt einfach mal. Ich hätte echt Angst, dass diese Lampe ausgeht. Ich gehe erstmal hier lang. Oder? Ich weiß es nicht. Oh, ich will nicht gefressen werden. Oh. Ist hier irgendwo... Ah, da. Ein Hinweis. Tschung. Die Alberta Post vom 9. Januar 1952. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Blackwood Pines. Ein Reporter des Alberta Bugle wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in der Northwest-Mine im Dezember zusammengebrochen waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood-Sanatorium behandelt. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer der Northwest Mining Company und des Blackwood-Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptete er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hätte. Es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert worden war. Aha, die Kamera ist also von Bernstein gewesen. Und die fanden das gar nicht lustig, dass er da rumgeschnüffelt hat. Was ist also den Bergarbeitern dort zugestoßen in der Mine? Oh, hier geht's nicht weiter. Ja super, dann haben wir ja jetzt wahrscheinlich doch alle Hinweise entdeckt, die es hier gibt. Oha. Oh Gott, ich halte lieber schon mal den Controller bereit. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ist hier was? Kann ich da rein? Scheinbar nicht. Dann gehe ich erstmal... Hui, dort. Ratten, wie cool. Die liefen da eben lang. Oh, noch ein Hinweis. Was haben wir hier? Medizinische Notizen. Einer dieser Typen wollte mich beißen. Das werde ich Dr. Bowen melden. Die olle Petze. 6.1.52, medizinischer Bericht Bergarbeiter. Der behandelnde Arzt war Dr. N.H.F. Bowen. Medizinischer Bericht betreffend Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Aufnahme.
Bei Aufnahme der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert, wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung? Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomycin. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung. Unterzeichnet Dr. Nicholas Henry Foulis Bone. Mensch, da konnte er ja nur Arzt werden mit dem Namen. So, dann würde ich sagen, wagen wir uns die Treppe hinab. Was erwartet uns dort unten? Nichts Gutes. Ich bin bereit. Controller im Anschlag. So, ist hier noch was? Nee, sieht nicht so aus. Irgendwas Schlechtes ist hier geschehen. Und ich hoffe, der Typ ist nicht einer von diesen Bergarbeitern, der vielleicht total durchgeknallt ist und alle anderen hier erledigt hat. Oh, wartet. Na? Wie geht das? Ne? Oha. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ja, das ist krass. Oh, geil, eine Waffe. Ja, sehr schön. Die nehme ich mit. Das ist ja praktisch. Hat er sich durch seinen Gürtel gesteckt? Ich wusste gar nicht, dass er einen Gürtel hat. Ach nee, wo hat er das da reingepackt? Oh, nee, wartet, ich gucke erst noch kurz hier. Das sieht mir viel sicherer aus, diese Ecke. Oder doch nicht? Ich bin hier immer überfragt. An manchen Stellen gibt es bestimmt Hinweise und an anderen geht es weiter. Aber wo was ist? Wartet. Oh, tatsächlich, hier ist was. How many? Das ist... Was könnte... Wie viele Tage werden sie uns hier festhalten? Wer würde denn? Ja, sie haben sie hier irgendwie festgehalten, die armen Bergarbeiter. Ihnen muss da unten irgendwas Schreckliches zugestoßen sein, dann sind sie voll wahnsinnig geworden, aber irgendwie... Oh, wartet. Wartet. Es sieht aus, als würde es hier weitergehen. Ich gucke noch ganz kurz, was da hinten ist. Huch! Voll dagegen gelaufen. Sehr schlau von Mike. Oh, wartet. Ist hier was? Hier kommt man so rein. Nee, sieht nicht so aus. Kleiner Waldspaziergang. Nee, ein kleiner Sanatoriumspaziergang. Als Spaziergang hatten wir mit Jazz. Oh! Oh nein. Muss das sein? Oh. Oh, krass. Ach du Scheiße. Ja, das ist übel. Fixierstuhl. Oh nein, sie haben bestimmt schreckliche Experimente dann an denen durchgeführt. Ein Stuhl mit Lederriemen, um Patienten zu fixieren. Es befindet sich Blut darauf. Sieht aus, als hätte man ihn in einem seltsamen Experiment verwendet. Oh nein, ich habe doch was verpasst. Na super. Das ist aktualisiert worden. Ah, er hat dann auch gemerkt, dass das wohl die Kamera sein muss aus dem Zeitungsartikel. Oh, bitte. Jetzt mich nicht erschrecken. Oh, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Huch. Er läuft ins Nichts. Da ist nichts mehr. Komme ich hier durch? Tatsächlich, ich komme hier durch. Die kranken Schweine haben wohl gern zugesehen. Ja, scheinbar. Ekelig. So, hier ist sonst nichts. Geh doch durch, Mike. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir uns dem jetzt stellen, was da hinten ist. Wow. So. Beziehungsweise, wo gehe ich jetzt lang? Da sind ja immer noch zwei Wege. Oder drei. Och Mann. Das war doch nur ein Schatten. Da ist noch was. Was haben wir hier? Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden.
Das ist ein Bergarbeiter-Telegramm. Wir würden hier keine Presse wollen in diesem Paradies. Da steht hauptsächlich, es ging an Bragg und da steht 12 Überlebende in Sanatorium eingewiesen, Zeichen mentaler Traumata, eventuell Festsetzung nötig. Lokale Presse hat Blut geleckt, wird zum Problem, erbitte Anweisung. Okay, sie mussten das also auch irgendwie... Oh, was? Ach so, er hat die Hand gewechselt. Ich dachte, was macht er denn jetzt? So, da sind die Wölfe. Eigentlich mag ich Wölfe ja sehr gerne. Ach ja, das hatte ich ja auch dem Psychiater gesagt. Vielleicht werden wir uns deswegen auch mit ihm anfreunden, weil ich das gesagt habe. Ich weiß nicht, ob das solche Folgen hat, wirklich, was wir bei dem sagen. Irgendwo hier noch ein Totem? Nein. Ich gehe noch mal kurz hier rein. Ratte! Ratti-Rat. Da war der Stuhl. Das ist, damit man das im Nachhinein noch mal entdecken kann, wahrscheinlich, dass da ein Hinweis ist. Oh. Das ist nicht gut. Das ist... nicht gut. Das ist voll krass schlecht. Ach, du Schande. Wow, was ist das denn? Wow. Mit dem Zeug füttert er sie? Ja, tu es. Es muss sein. Es muss sein. Tu es. Oder? Nee, es muss sein. Shit. Oh shit. Oh shit. Ich glaube, das. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, mach es. Shit. Bevor der Wolf kommt. Fuck. Oh, das ist ja nett, dass er direkt Verbandszeug hat. Wow, das war krass. Meine Güte. Ich habe mir mal eben den Finger abgehakt. Ne, zwei Finger. Also ich hoffe, ich weiß natürlich nicht, ob es die richtige Entscheidung war, aber wir gucken einfach mal, ne? Wir gehen völlig unvoreingenommen erstmal. Ach, ich gehe in die falsche Richtung. Von hier kommen wir. Na, also, das ist aber auch hier mit der Steuerung. Da drücke ich in die eine Richtung, dann läuft er in die andere. Mein Gott, voll krass. Aber ich weiß nicht, vielleicht hätte ich die auch nicht aufbekommen. Dann wäre der Wolf gekommen. Ich dachte ja nur. Ja, das wird ja hier immer besser. Oh Gott. Seltsamer Schädel. Irk. Was steht da? Ein entstellter menschlicher Kopf, eingelegt in Formaldehyd. Da ist Chapel. Ah, da kommen wir in die Chapel rein. Ich gucke aber erst noch, ob hier... Ah! Oh ja, oh ja. Lass uns das öffnen. Ach, das ist vielversprechend. Was haben wir denn hier? Was ist das? Okay. Medizinisches Notfalletikett. Name Nicholas Bowen, 24. Februar 52. Oh, der Bowen. Das war doch einer der Ärzte, oder? Angriff durch Insassen, tödliche Fleischwunde am Hals. Oh, krass. Oh, okay. Oh, da sind ja noch mehr. Okay. Das holen wir uns auch. Oh. Oh, ey. Da werden wir bestimmt noch schön erschreckt bei einem davon. Ja, aber wo sind denn die Leichen hin? Ich verstehe es nicht. Was ist das? Name der verstorbenen Person Sarah Smith am 24. Februar 52. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 51 bis 24. Februar 52 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 52 lebend gesehen habe.
Todesursache schwere Fleischwunden am Unterleib, intraabdominale Verletzung, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, Gewalt, bitte das Folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord? Mord. Art der Verletzung, Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Ihhh. Zusätzliche Anmerkung, bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Gezeichnet von Bowen. Und er hat noch geschrieben, die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Ja, schön. Das ist ein richtig heimeliger Ort hier. Nom nom. Das Sondermenü. Oh, hier ist mal eine Leiche. Oh, Hauptsache, die steht nicht auf. Scheiße, ist das krank. Das ist echt krank. Oh ja. Nehmen wir der Leiche das auch noch. Ah, so eine Karte. Ah. So eine Lochkarte. Es war ein Mitarbeiter. Okay, sehen wir mal. Ach so, mit der komme ich da jetzt rein. Ach so, ich hätte das sowieso untersuchen müssen. Okay, verstehe. Und dann kommen wir jetzt wahrscheinlich an diesem Kartenlesegerät. Endlich hinein. Et voilà. Oh, die nehmen wir wieder mit. Oh, oder ist das ein anderer Ort als die andere Tür? Das weiß ich jetzt nicht. Da ist nichts. Da geht's nicht weiter. Hier müssen wir eine gruselige Treppe hochlaufen. Noch was. Jetzt hat er uns in der Falle. Vielleicht wollte er uns ja da drin haben. Okay. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Sieht so aus, als würde es wollen, dass ich da durchgehe. Oder? Oder nicht? Ach, ich weiß das hier immer nicht. Hier irgendwo. Ah, okay. Hier ist ein Abgrund. Nein, 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 nein. Geh da nicht runter. Ach, scheiße. Ich hätte doch erst da durchgehen sollen durch das Loch. Okay. Wieder hier. Ja, ich weiß nicht, ob du dich darüber freuen solltest. Aber naja, gut. Jetzt kommen wir ja da rein. Mit unserer neuen Karte. Und wieder rein da. Er nimmt sie wieder mit. In die Küche. Ui! Nein, 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 nichts tun, nichts tun. Okay. Okay. Ganz brav. Ganz brav. Ja, ganz brav. Ja, super. Nichts getan, er ist ganz lieb. Haben wir ja gesehen, ne? In dem Totem. Voll süß. Na gut, ihr Lieben, an der Stelle machen wir dann einen kleinen Cut. Oh mein Gott, habe ich mich eben erschreckt. Weil es ja auch gerade so schön gespeichert hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Until Dawn wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.